Hallo Leute, ja, wir sind hier bei der Schemmerhofen Sägewerk und da gucken wir noch mal rein. Ich kann mir noch nicht, dass ich das letztes Mal mich vertan habe bei dem einen, da bin ich jetzt mir absolut nicht sicher. Lieferanten. Kettemers Mühle, das ist hier, die Kettemers Mühle passt doch. Giesenhorst ist woanders. Eibenstock ist woanders. Eibenstockwald ist woanders. Gospoda, da kommt der Zug dran vorbei, das ist richtig. Und Kettemers Mühle kommt da auch dran vorbei, das ist auch richtig. Und dann haben wir noch einen vierten gehabt, oder? Oder auch nicht. War das so? Oder waren das nur drei? Eins, zwei. Nee, es waren nur drei. Das war hier was anderes. Genau. Dann ist das doch richtig. Schaut's Logo, gehen wir auf den Großbild, gucken wir weiter. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das waren die Lieferanten, jetzt müssen wir nach Abnehmer gucken. Die waren hier. Kriegen die denn da von da das Holz? Das ist die Frage, ne? Ja, kriegen sie ja, sonst wird hier nichts stehen, ne? Das ist hier hinten. Pellingen ist hier. Pellingen, da fahren Autos hin, aber das ist weit weg. Bozen ist, glaube ich, nur auf der anderen Seite vom Wasser, ne? Oder? Ah, nicht ganz. Wenn ich da Baumstämme hinbringe, könnte der Zug die Bretter wieder zurückbringen? Ich glaube ja, ne? Der Zug kann ja nicht nur Bretter. Also nicht nur Baumstämme, sondern auch Bretter. Dann würde das ja Sinn machen, das bis hierhin zu fahren, oder? Warte mal, irgendwo mussten wir die Dingens noch abschaffen, die LKWs hier. Aber da liegt natürlich auch noch ruhig, reichlich, ne? Hier liegt dafür nichts, oder was? Ne, doch, da liegt auch noch was, aber nicht so viel wie hier. Also würde es Sinn machen, die abzuschaffen. Die LKWs würden jetzt hier rumfahren, na da. Aber hier ist jetzt nirgendwo mehrere Fahrzeuge im schlechten Zustand. Ja. Bozen Werkzeugfabrik. War das jetzt hier Lieferant Dingens? Schlemmerhofer Sägewerk, ja. Also da. Das würde bedeuten, wir müssten von hier aus, mit dem, der ist ja auch angebunden, können wir dann auch wegbringen, ne? Wo bringt der Abnehmer denn? Hallandorf. Achso, die fahren sowieso auf die Seite. Aber da können wir auch das Holz dann hinbringen, oder? Ich glaube, das machen wir. Warte mal, da bräuchte ich rein theoretisch ja nur hier einen LKW drauf sitzen. Dann müsste das doch automatisch von alleine laufen, weil er den Weg ja findet, oder? Ich weiß nicht, ob der Zug bis hinhin durchdonnert und hier nicht hält. Wissen wir dann, wenn es soweit ist. Ist jetzt die Frage, wo hier ein Fahrzeugdepot ist, ne? Da. Fahrzeug kaufen. Der kann alles, ne? Ja, alle Güter. Drei Stück kaufen wir. Und dann machen wir eine neue Linie. Die von da nach. Was war das hier, ne? Da gibt es noch keine Station. Schade. Da müssen wir die natürlich noch bauen. LKW-Station. Zack. Ist erledigt. Haben wir hier noch die fehlende Linie? War das die Linie? Haltestelle hinzufügen. Die. Und die drei LKW fahren da jetzt drauf rum. Und jetzt müssen wir gucken, dass die Bretter von hier natürlich da eingebracht werden, ne? Linie 86 hat nichts zu transportieren zurzeit. Hier steht nichts. Hier müssten jetzt die Bretter eigentlich dann hinkommen, oder? Einige Güter, ja, gehen verloren, ist klar. Ja, jetzt müsste man das mal noch wissen, ne? Warte mal. Wo war hier ein Depot? Hier irgendwo. Wo ist das?
Depot hier. Fahrzeug kaufen, Cargo. Die können aber auch Bretter transportieren. Also rein theoretisch müsste das funktionieren, was wir da gerade vorhaben. Es liegt hier aber nichts drin. Linie 86. Linie verwalten. Kittelmaß Mühle. Kann ich das jetzt hier anklicken und der fährt dahin? Ja. Dann hierhin. Ach so, die können von da nicht nach da rüber. Das ist das Problem wahrscheinlich. Okay. Das ist das Problem. Ja, dann ist es halt so, dass ich hier einen LKW hinbauen muss, oder? Ach so, nee. Hier gibt es noch gar keine Straße. Vielleicht muss ich erstmal die Straße haben, oder? Ich glaube, das ist nicht angeschlossen, oder? Das passt auch nicht. Das passt. Machen wir erstmal so. Passt. Und dann müssen wir jetzt ein Gebäude haben, da. Damit ist es alles angeschlossen. Weil der hier ist ja nicht angeschlossen, ne? Nein, der ist nicht am Bahnhof angeschlossen. Das war das Problem. LKW da. Fahrzeug kaufen. Der. Kaufen wir ein. Neue Linie. Von da nach da. Und dann fahren die drei darüber. Dann hätten sie auch gleich von da fahren können, ne? Also auch Blödsinn, was ich jetzt gemacht habe, oder? Lassen wir jetzt gerade so, um zu wissen, ob es überhaupt funktioniert. So, jetzt müsste hier aber irgendwann was ankommen, ne? Beziehungsweise, vielleicht korrigieren wir die Linie nochmal. Linie verwalten. Das ist hier. Der nächste Halt müsste dann da hinten sein. Halt hinzufügen. Der. Passt. So. Eigentlich hätte ich mich nicht vertan und das müsste jetzt funktionieren, oder? Höchstens noch Lieferanten war jetzt hier. Ne, Abnehmer war jetzt hier 15 Werkzeug, ne? Ja. Achso, das muss ich unter Lieferanten, muss ich den erfinden. Und das ist jetzt hier Kittelmaß Mühle. Hä? Lieferanten. So. Der. Das ist schon der, aber hier liegt jetzt wieder nichts, ne? Ich glaube, der schnallt das wieder nicht, ne? So, jetzt wäre es dann interessant, ob der, wenn der vielleicht da einmal war, ob es dann das Spiel kapiert, was er machen muss. Sogar noch Holzstämme drin jetzt, oder was? Für wen sind die? Baumstämme. Wo fährt er jetzt die neuen Baumstämme bitte schön hin?
Sag jetzt nicht zum. Ja, ich weiß, wo er die hinfährt. Hier fährt er ja durch. Wir werden es gleich sehen, wo er es ablädt. Und ich glaube, das ist da bei unserem Halt. Irgendwie an der falschen Stelle sozusagen. Schauen wir mal gerade. So, die lässt er hier, weil hier bestimmt auch schon was ist, ne? Oder? Ja, hat er schon auf dem Hinweg welche gelassen oder was? Jetzt werden die entladen. So sieht's aus. Aber er hat noch drei, die er sonst wohin bringt. Keine Ahnung. Vielleicht sind die da hinten auch oder so. Keine Ahnung, wie das wieder klappt. Er hat irgendwas erkannt, aber nicht das, was er soll. Linie 87. Ich glaube, die Linie 87 ist jetzt die Linie, die ich gerade gebastelt hatte, oder? Ja, das ist der funktioniert schon. Und hier liegt auch schon Bretter. Keine Ahnung, wo die gerade wegkommen, aber die liegen hier schon. Oh, hier sind die ersten Bretter angekommen. Kann das sein? Okay, wenn das so ist, dann müssen wir jetzt hier in welche liegen. Oder? Ah, nee, doch nicht. Wo er die jetzt weg hat, weiß ich wieder nicht. Ah, doch, hier, jetzt werden sie angezeigt. Eins ist hier. Okay, das ist nicht ganz viel, was dahin läuft. Aber der fährt ja nicht umsonst dahin, ne? Und es passiert was. Der eine LKW wäre dann überfordert. Ich müsste eigentlich, ja, wohl. Wie wir ja sehen, ist es so, dass der tatsächlich hier irgendwer liefert hier die Bretter an. Ich weiß nicht wer. Aber die werden dann halt weiter verteilt, ne? Jetzt sind sie weg. Der hat die alle mitgenommen. Und er, na, er will auch welche mitnehmen. Aber hier, guck, er bringt welche. Und wo kommen die weg? Wo ist die Linie jetzt? Ach, hier durch den Tunnel fährt er, okay. Dann kommt von hier. Und so sind die Verbindungen dann alle am Laufen. Naja, dann passiert das halt so. Hier liegen jetzt schon zwei. Ne, 11. Also jetzt zwei Stapel hier, aber 11 sind es da. Aber der fährt jetzt mit Langholz woanders hin. Hat die Bretter da liegen lassen. Die sollen ja nur nach da. Jetzt kommt er aber wieder, ne? Und jetzt hier sind keine. Vielleicht konnte er keinen Mischbetrieb machen. Das könnte sein. Und jetzt werden die Bretter gebracht. Ich weiß es aber nicht. Wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich. Jetzt nimmt er die mit. Ja. Der kann keinen Mischbetrieb fahren. Kann nur eine Ware fahren. Jetzt kommen hier wieder neue Sachen. Und da sind wahrscheinlich sogar jetzt auch hier Dingens bei, oder was? Ne, sind nur Balken bei. Ah, hat noch weitere Hölzer da drauf, okay. Okay, das wird aber immer wieder darüber geliefert, das passt schon mal. Und hier ist es aber auch nicht zu viel, doch, die Hölzer hier oben, aber das ist ja von Linie 100, sonst Linie 37. Da sind 2, 4, 5 LKW drauf. Das ist da auch. Der nimmt jetzt Bretter mit. Ja, der nimmt die Bretter mit. Und der nimmt Baumstämme mit, ne? Ne, der hat entladen, okay. So, geladen wird ja auf dieser Seite wohl. Ja. Auf jeden Fall passiert hier was.
Die Bretter sind ja auch nur noch drei drin. Also ich glaube, oder die hauen ab, das kann sein, weil sie nicht mitgenommen werden. Das kann auch sein. Das würde aber bedeuten, auf welche Linie? Linie 37 fehlen Fahrzeuge. Ja, da muss man noch was nachlegen halt, ne? Die sind im sehr schlechten Zustand. Linie 37. Fahrzeug kaufen. Linie 37. Da. Jetzt sind da ein paar mehr drauf, ne? Gut, dann haut das nicht mehr ab und dann sollte das vielleicht funktionieren, oder? Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.